Weiter geht's heute. Hier haben wir ja unseren Hobostoff und damit der gescheit brennen kann, haben wir noch eine Dose oben drauf. Ja, und da bohren wir uns ein Loch rein zum Nachfüllen. Ja, und das Ganze vielleicht im Zeitraffer. Also das war ganz schön scharfkantig, deshalb Handschuhe anziehen und jetzt kommt wieder der Trick wie beim ersten Mal, den Boden zum Schluss entfernen. Hier haben wir nun das Ergebnis, alles leider sehr scharfkantig, also vorsichtig. Müsste es funktionieren. Gucken wir mal, ob unser Topf grundsätzlich stehen bleiben würde. Ja, und dann können wir jetzt noch mal probieren, das mit einem Stück Holz irgendwie ein bisschen zu glätten und zu richten. Und dann probieren wir das noch mal aus, hier Wasser zu kochen. Ja, das sieht man jetzt sehr schön, wie es brennt. Und da ist es schon wieder annähernd komplett verbrannt alles. So schnell zieht er das durch. Hier ein selbstgebauter Feather-Stick. Ah, man sieht schon die Bläschen am Boden, naja schon. Also man muss dann schon bei so einem kleinen Hobo-Stove muss man schon also gucken, wie viel, dass er ordentlich am Brennen ist, aber auch nicht zu toll. Das war's für heute schon wieder zum Hobo-Stove. Im Nachhinein ist uns noch etwas Optimierungsbedarf aufgefallen, nämlich zum Material der Dose. Wer es gemerkt hat, schreibt's gerne in die Kommentare.